Wesen und das Natur-Mensch-Verhältnis aus Holzens Sicht zu denken? Diese Frage haben wir Professor Dr. Jörg Zimmer gestellt, der uns das Konstrukt des Plessnerschen Modells der exzentrischen Positionalität und der Holzschen Transformation in die materialistische Dialektik näher bringen soll. Jörg Zimmer hat 1993 bei Hans-Heinz Holz über den Begriff der Erinnerung bei Ernst Bloch promoviert und ist seit 1993 Professor für Ästhetik und klassische deutsche Philosophie an der Universität in Girona, Katalonien. Er ist Mitbegründer und Direktor des Walter-Benjamin-Lehrstuhls. Einige Jahre bekleidete er das Amt des Vizerektors für internationale Politik der Universität Girona. In seinem gesamten Schaffen, das sich in vielen Aufsätzen und einigen Büchern, neuerdings in einem Handbuch zur Ontologie, dokumentiert, hat seine Beschäftigung mit dem Holzschen Werk nicht nachgelassen. Ich freue mich nun, nach 2019 ein zweites Mal Jörg Zimmer begrüßen zu dürfen und gebe ihm hiermit das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung und guten Morgen an alle Teilnehmer. Ich werde mich gar nicht mit Vorreden aufhalten, sondern werde dann gleich in mein Thema einsteigen. Exzentrische Positionalität als gegenständliche Tätigkeit des Menschen. Dialektische Anthropologie bei Helmut Plessner und Hans-Heinz Holz. Im Untertitel seines Buches zu Plessner spricht Holz vom Konzept einer dialektischen Anthropologie. Diese Charakterisierung als Beitrag zur Dialektik hätte Plessner für sich und sein Projekt sicher nicht in Anspruch genommen. Die Deutung von Holz zielt darauf ab, Plessners Grundgedanken der Stufen des Organischen im Allgemeinen und der exzentrischen Position des Menschen im Besonderen in eine allgemeine dialektische Ontologie einzutragen bzw. auf ihren Beitrag zu einer Dialektik der Natur zu befragen. Holz interpretiert die Entwicklung der Anthropologie als philosophische Grundlagenwissenschaft bzw. als Grundlegungsdisziplin überhaupt von den Anfängen bei Feuerbach an als systematische Fehlentwicklung, weil sie gegen Hegel von der, Zitat, Restitution des subjektiven Idealismus, Zitat Ende, ausgehe. Jetzt ein längeres Zitat von Holz. Welche Variante von Subjektivität gewählt wird, ist für die Grundstruktur dieser weltanschaulichen Einstellung gleichgültig. Wo sich philosophische Anthropologie als Grund- oder Konstitutionswissenschaft etabliert, verfällt sie in diesen im Materialismus Feuerbachs angelegten idealistischen Subjektivismus. Zitat Ende. Diese Entwicklung rekonstruiert Holz dann in dem Buch zur Anthropologie bis hin zu Scheler, Gehlen und eben Plessner, der sich in der Perspektive von Holz als einziger von dieser Tendenz der Anthropologie zum Subjektivismus abgrenzt. Diese Interpretationsperspektive beleuchtet Plessners Konzept, dass dieser selbst vor Erscheinen seines Hauptwerks Die Stufen des Organischen und der Mensch unter den schönen Arbeitstitel Pflanze, Tier, Mensch, Elemente einer Kosmologie der lebendigen Form gestellt hatte, um den Zusammenhang der menschlichen Lebensform mit dem Ganzen der Natur hervorzuheben, vor dem Hintergrund des Begriffs der gegenständlichen Tätigkeit. Dieser Begriff, also die gegenständliche Tätigkeit, geht auf Marx zurück und wird von diesem schon zur Abgrenzung gegen Feuerbach eingeführt, um gegen den Subjektivismus des anthropologischen Materialismus sein eigenes, an materiellen Verhältnissen orientiertes Konzept eines dialektischen Materialismus zu stellen. Dieser Begriff, der von Marx selbst nie ausführlich entwickelt worden ist, spielt in der Philosophie von Holz eine zentrale systematische Rolle. Holz versucht, die Grundthese von Plessners Anthropologie, die exzentrische Position des Menschen, in eine allgemeine Konzeption dialektischer Ontologie zu integrieren und für sie fruchtbar zu machen. Ich möchte diese Interpretationsstrategie rekonstruieren, indem ich zunächst Plessners und dann Holzens Grundposition darstelle
um sie unterscheidbar zu machen und schließlich auf ihr Gemeinsames hin befragen zu können. Letzten Endes geht es Holz darum, Plessners Beitrag zur Dialektik der Natur hervorzuheben. Plessner, so Holz, Zitat, zeichnet einerseits die Kontinuität in der Entwicklung des Lebens auf der Erde nach, spürt aber andererseits die Nahtstellen auf, an denen in der Kontinuität des Evolutionsprozesses der Umschlag in eine neue Qualität des natürlichen Seins stattfindet. Ihm geht es darum, die Besonderheit des Menschen aus seinen natürlichen Bedingungen herzuleiten und sie zugleich als etwas ganz und gar Neues kenntlich zu machen. Zitat Ende. Ich beginne also mit der Zusammenfassung Plessners und dann gehen wir über zu Holzposition. Dialektik, in welcher Form auch immer sie systematisch vorgetragen wird, zielt immer darauf, Verhältnisse und ihre Entwicklung zu denken. Das ist schon so in Platons Sophistes und seiner Frage nach dem Meon, also nach dem über das substanzielle Seiende hinausgehende Nichtseiende, dem als Schein aber doch eine Wirklichkeit zukommt. Das wird bei Hegel in Form einer Logik substanzieller Verhältnisse wieder aufgenommen und auch in Marx Anspruch, materielle Verhältnisse zu denken, wird diese Grundannahme der Dialektik einzulösen versucht. Die Frage, ob es sich bei Plessners Konzept um eine dialektische Anthropologie handelt, kann folglich nur an der Problemstellung entschieden werden, ob und in welcher Hinsicht Plessner die menschliche Wirklichkeit als eine sich in Verhältnissen zum Ausdruck bringende Struktur entwickelt. Dass Plessner diese Grundstruktur menschlicher Wirklichkeit in der Natur eingebettet und aus ihrem Zusammenhang heraus verstanden wissen will, zeigt sich schon an seiner Unterscheidung von organischer und anorganischer Natur. Ein anorganischer Körper, wie etwa ein Stein, ist in Raum und Zeit. Der organische, lebendige Körper dagegen verhält sich zu seiner Umgebung. Ich zitiere: Der lebendige Körper ist nicht in diesem Sinne gleichgültig gegen den Raum und die Zeit. Er wächst und er altert. Zitat Ende. Im Unterschied zum Stein jedoch, der in seiner Verortung und seiner akzidentellen Lageveränderung aufgeht, Zitat, sind die belebten Dinge zu ihrem Ort in Raum und Zeit in Beziehung. Ganz wichtig, in Beziehung. Zitat Ende. Damit wird der Organismus als eine in sich dialektisch verfasste Erscheinung der Natur verstanden. Und Plessner hält das auch fest, indem er diese Wirklichkeit des Organischen vom Begriff der Grenze her begreift, die die Positionalität der verschiedenen Lebensformen bestimmt. Zitat Plessner: Das über ihm hinaussein, das in ihm hinaussein, konstitutive Merkmale eines Körpers, der in seinen Grenzen ist, macht ihn zu einem in den Raum hinein, in die Zeit hineinseienden. Positionalität heißt Gesetztheit, ein in sich vermittelt sein. Der raumzeitliche Körper ist somit ein in ihm selbst vermittelter, das heißt Raumform und Zeitform rücken aus der Stellung bedingender äußerer Formen in die Stellung bedingter innerer Seinscharaktere. Zitat Ende. Der organische Körper ist nicht nur im Raum und in der Zeit, sondern ist darüber hinaus dadurch charakterisiert, dass er Raum und Zeit als Medien seiner Entfaltung schafft, beziehungsweise, um es mit dem präzisen Ausdruck Husserls zu sagen, er modifiziert den Raum und die Zeit. Plessner beschreibt hier, ich komme später darauf zurück, die Grundstruktur gegenständlicher Tätigkeit. Nämlich, dass im Naturzusammenhang das eine sich immer am anderen als im Ganzen der Natur Situiertes und in dieser Situiertheit sich Verhaltendes und Agierendes zu verstehen ist. Im Unterschied zum Stein,
der einfach da liegt und allenfalls durch äußere Entwicklungen Einwirkungen verändert, zum Beispiel vom Wasser ausgewaschen oder bewegt wird, tritt beim Lebewesen eine innere Kraft hinzu, die das Verhältnis zum anderen vom Mechanischen auf die Ebene dialektischer Wechselwirkung hebt. Die Pflanze wendet sich heliotropisch der Sonne zu. Und das Tier als konzentrische Lebensform hat schon einen, wenn auch instinktgebundenen, Verhaltensspielraum. Seine Umgebung gliedert sich konzentrisch um seine Leibmitte, die es jedoch nicht erfassen und auch nicht reflektieren kann. Dies ist der menschlichen Lebensform vorbehalten, die Plessner exzentrische Position nennt und zunächst von der tierischen Position abgrenzt. Ich zitiere: Die Schranke der tierischen Organisation liegt darin, dass dem Individuum sein Selbersein verborgen ist, weil es nicht in Beziehung zur positionalen Mitte steht, während Medium und eigener Körperleib ihm gegeben auf die positionale Mitte, das Absolute hier jetzt bezogen sind. Das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber es lebt nicht als Mitte. Zitat Ende. Gegenüber dieser konzentrischen Lebensform ist das menschliche Leben und seine Ausstattung mit Selbstbewusstsein durch seine exzentrische Position gekennzeichnet. Und auch das will ich mit einem Zitat belegen. Damit ist die Bedingung gegeben, dass das Zentrum der Positionalität zu sich selbst Distanz hat, von sich selbst abgehoben die totale Reflexivität des Lebenssystems ermöglicht. Sein Leben aus der Mitte kommt in Beziehung zu ihm. Der rückbezügliche Charakter des zentral repräsentierten Körpers ist ihm selbst gegeben, obwohl auch auf dieser Stufe das Lebewesen im Hier-Jetzt aufgeht, aus der Mitte lebt, so ist ihm doch die Zentralität seiner Existenz bewusst geworden. Zitat Ende. Der Mensch lebt also einerseits wie das Tier aus seiner Leibmitte heraus, hat jedoch andererseits zu dieser Naturseite seiner Existenzform ein reflektiertes Verhältnis. Naturbindung und Weltoffenheit bilden eine dialektische Einheit, in dem der Mensch weder ganz Natur noch allein ein geistiges Wesen ist, sondern das Verhältnis dieser Doppelaspektivität seiner Existenzform zum Austrag bringt und bringen muss. Die Geistigkeit des Menschen als selbstbewusstes Wesen ist nicht, wie in der Philosophie von Descartes bis Kant dargestellt, das erste Prinzip oder ein formales a priori seines Wirklichkeitsverhältnisses, sondern muss aus den Bedingungen seiner natürlichen Verfasstheit begriffen werden. Die Wirklichkeit des Menschen, und das ist der genuin dialektische Grundgedanke Plessners, entsteht aus der inneren Widersprüchlichkeit der Doppelaspektivität seiner Lebensform, nämlich leibzentrierte Reflexivität bzw. naturgebundene Weltoffenheit zu sein. Noch ein Zitat von Plessner. Beide Aspekte bestehen nebeneinander, vermittelt lediglich im Punkt der Exzentrizität im unobjektivierbaren Ich. Zitat Ende. Mit anderen Worten, der Mensch ist von seiner Natur her auf Kultur angelegt. Er ist auf diese Bildung seiner Wirklichkeit durch kulturelle Vermittlungsleistungen einerseits angewiesen, in seiner Verwirklichung durch Kultur jedoch zugleich auf Natur zurückverwiesen. Da Selbstbewusstheit bzw. Reflexivität zu seiner natürlichen Ausstattung gehören, nennt Plessner die Reflexivität der menschlichen Lebensform ein materiales a priori. Ein a priori ist nach Kant eine Bedingung der Möglichkeit, um den kantischen Ausdruck zu benutzen, etwas schlechthin Bedingendes. Seit Kant
werden darunter logisch formale bzw. transzendentale Voraussetzungen verstanden. Indem aber nun Plessner die Materialität des a priori bzw. der konstitutiven Bedingung menschlicher Reflexivität und Ausstattung mit Selbstbewusstsein betont, versteht er sie als eine Struktur, die zwar die Abhebung von Natur ermöglicht, nicht jedoch Ablösung von der Natur bedeuten kann, da Reflexivität ja ihre materiale Voraussetzung in der Natur selbst hat und deswegen ein materiales und eben kein formales a priori ist. Die Sonderstellung des Menschen, um die Prägung Max Scheler's aufzunehmen, ist in der Konzeption Plessners also eine Auszeichnung des Menschen innerhalb des Gesamtzusammenhangs der Natur. Die Stufen des Organischen sind strukturelle Besonderheiten im Selbstunterschied der Natur. Sie können, auch dies ein von Plessner nicht explizit so bezeichneter dialektischer Gedanke, wie am Beispiel von konzentrischer und exzentrischer Lebensform gesehen, als ein qualitatives Umschlagen bezeichnet werden, bleiben aber Teilaspekte der Natur selbst in ihrem Selbstunterschied. Der Mensch ist, wie Plessner sich ausdrückt, natürliche Künstlichkeit, also von Natur aus auf Abhebung von ihr durch Kultur angelegt. Der Mensch kommt hinter sich, aber nur auf Umwegen, durch konstitutive Indirektheit, auch zu sich, nämlich zu einer Wirklichkeit und wird so zum Zuschauer seiner eigenen Lebensvollzüge. Diese Conditio humana, der reflektierten Lebendigkeit des Menschen, macht seine Existenz zu einer unhintergehbar problematischen Lebensform, weil sie sich weder in der Unmittelbarkeit ihrer Natürlichkeit noch in den Vergegenständlichungen seiner kulturellen Leistungen ganz verwirklichen kann. Plessner spricht in diesem Zusammenhang der intrinsischen Widersprüchlichkeit des menschlichen Wesens selbst von Dialektik. Ich zitiere: Diese dialektische Struktur, die im Wesen der Exzentrizität liegt, macht das Selbstsein zur Innenwelt, welches man in sich spürt, erleidet, durchmacht, bemerkt und welches man ist. Wirkliche Innenwelt, das ist die Zerfallenheit mit sich selbst, aus der es keinen Ausweg, für die es keinen Ausgleich gibt. Zitat Ende. In einen kategorialen Rahmen der Dialektik übertragen, bedeutet dies die Einheit von Welt- und Selbstverhältnis, die aller Wirklichkeit des Menschen ihre Grundstruktur als dialektisches Reflexionsverhältnis gibt. Immer wenn der Mensch bei anderen in der Welt ist, kommt er auf sich zurück. Und er kann sich nicht auf sich beziehen, ohne in und bei der Welt und ihren Dingen zu sein. Bei aller Anwesenheit bei anderen durch die Beziehungen zur Wirklichkeit bringt sich darin immer zugleich sein Selbstverhältnis zum Ausdruck. Und genau in diesem Zusammenhang der reflexiven Grundstruktur menschlicher Wirklichkeit spricht Plessner von der gegenständlichen Gegebenheit der Welt. Ich zitiere noch einmal Plessner: Der Mensch lebt in einem Umfeld von Weltcharakter. Dinge sind ihm gegenständlich gegeben, wirkliche Dinge, die in ihrer Gegebenheit von ihrer Gegebenheit ablösbar erscheinen. Zitat Ende. Plessner spricht von einer Erscheinung, nochmal Zitat, die freilich zur Wirklichkeit gehört, aber nicht die ganze Wirklichkeit offenbart und in der Gegenständlichkeit allein die dem Subjekt zugekehrte Seite des Wirklichen reell, das heißt direkt präsentiert. Zitat Ende. Sie führt in der Argumentation der Anthropologie exzentrischer Positionalität jedoch nicht in erkenntnistheoretischen Idealismus, eben weil der Gedanke einer gegenständlichen Vermittlung des Menschen mit der Welt leitend bleibt. Eine der großen Leistungen der Philosophie Plessners ist es, die Bewusstseinsimmanenz aller menschlichen Wirklichkeit festgestellt zu haben, ohne dabei die Wirklichkeit des Menschen
in eine subjektivistische Bewusstseinsphilosophie einzuschließen. Zitat: Seine Situation ist die Bewusstseinsimmanenz. Alles, was er erfährt, erfährt er als Bewusstseinsinhalt und deshalb nicht als etwas im Bewusstsein, sondern außerhalb des Bewusstseins Seiendes. Weil der Mensch exzentrisch organisiert und damit hinter sich gekommen ist, lebt er in Abhebung von allem, was er und was um ihn ist. Zitat Ende. Damit ist die Einheit von gegenständlichem Weltverhältnis und der Bewusstseinsimmanenz der Gegebenheit dieses Weltverhältnisses im Selbstverhältnis ausgesprochen. Diese Einheit versucht Hans-Heinz Holz in seiner Theorie gegenständlicher Tätigkeit als integralen Teil einer dialektischen Ontologie zu begründen. Und deswegen gehe ich jetzt über zu der Darstellung der gegenständlichen Tätigkeit und der Integration des Pleschnerschen Modells in eine dialektische Ontologie. Die Frage nach der Legitimität der Plessner-Interpretation von Holz hat zwei Aspekte. Zum einen muss gefragt werden, ob das Stufenmodell der Lebensformen von Plessner sich in das allgemeine ontologische Konzept der gegenständlichen Tätigkeit eintragen lässt. Und zum anderen muss erörtert werden, welchen philosophischen Zugewinn diese Reformulierung insbesondere auch für die Theorie der Dialektik bringt. Die Rede vom gegenständlichen Wesen des Menschen geht auf den frühen Marx zurück, der dieses Konzept zur Abgrenzung des dialektischen Materialismus gegen den mechanischen und auch gegen den anthropologischen Materialismus einführt, dann aber in seinem späteren Werk nicht systematisch ausgeführt hat. Es ist vor allem der erkenntnistheoretische Materialismus der frühen Neuzeit, den Marx in Feuerbachs Grundlegung einer materialistischen Anthropologie im Begriff der Anschauung weiter wirksam sieht. Sie bedeutet nämlich die Auffassung der Wirklichkeit, wie es in den Feuerbach-Thesen heißt, unter der Form des Objekts, was dann eben impliziert, dass es analog zum Vorgang der Erkenntnis ein von diesem Objekt abgrenzbares Subjekt gibt. Aber eben diese Auffassung eines Subjekts, das der Wirklichkeit gegenübersteht und also von ihr getrennt ist, weist Marx durch die Rede von der sinnlich-praktischen oder gegenständlichen Tätigkeit zurück. Gegenüber dem Begriff einer nur passiven, sich in der Anschauung bloß aufnehmend gegen die Wirklichkeit verhaltenden Subjektivität akzentuiert Marx eine gegenständliche, das heißt an Gegenständen sich vollziehende Tätigkeit, deren Korrelat nicht eine dinglich selbstständige Objektivität ist, sondern eben ein Gegenstand, etwas, das sich von vornherein in einem materiellen Verhältnis allererst in seiner Wirklichkeit dem Subjekt gibt. Das als ein an Gegenständen tätiges aufgefasstes Subjekt konstituiert also ein dialektisches Verhältnis der Wechselwirkung. Dieses Subjekt wirkt nicht nur, sondern wird gleichzeitig vom Gegenstand bewirkt. Hier liegt der Grund, warum Marx Konzept des gegenständlichen Wesens des Menschen nicht nur eine Idealismuskritik, sondern zugleich eine Materialismuskritik darstellt. Es reicht nicht, an die Stelle der Priorität des idealistischen Erkenntnissubjekts ein unabhängiges Objekt als erstes zu setzen. Dialektisch wird der Materialismus erst, wenn er Verhältnisse und näher materielle Verhältnisse systematisch zu denken gestattet. Insofern kann man sagen, eine Begründung und Diskussion dieser These geht für unseren Zusammenhang an dieser Stelle aber zu weit, dass Marx Konzept der gegenständlichen Tätigkeit den Status und die Funktion einer transzendentalen Aussage hat. Also in gewisser Weise, um den Ausdruck Plessners aufzunehmen, ein materiales a priori des dialektischen Materialismus darstellt. In dieser Richtung eines grundlegenden Konzepts hat Holz das bei Marx systematisch unausgeführt gebliebene Konzept
auch aufgenommen und weiterentwickelt. Holz schreibt in der Einleitung seines Plessner-Buches zu Marxens Rede vom gegenständlichen Wesen des Menschen. Ich zitiere Holz. Das besagt, dass die Materialität eines Seienden in einem Verhältnis ihre Wirklichkeit hat. Sie ist materielles Verhältnis. Die Reflexion ist das allgemeine und universelle Verhältnis. Die Reflexivität ist die allgemeine und universelle Struktur des Seins im Ganzen, der Natur. Darin liegt, dass die Spezifik des Menschseins als ein spezielles Naturverhältnis beschrieben werden kann. Zitat Ende. Hier schlägt Holz die Brücke von Marx zu Plessner und deutet schon seine Intention an, Plessners Modell der Stufen des Organischen im Rahmen einer allgemeinen dialektischen Ontologie zu reformulieren. Dieser Eintrag eines anthropologischen Konzepts in den Zusammenhang einer allgemeinen Ontologie geschieht mit dem Ziel, die von Plessner beschriebene Struktur der menschlichen Lebensform, über deren Beschreibung innerhalb einer rein anthropologischen Fragestellung nicht hinausgegangen werden kann, in den Zusammenhang eines Weltbegriffs zu stellen. Wenn das fragende Subjekt nicht ein Gegenüber, sondern selbst ein Teil der Situation, ein Glied des Verhältnisses ist, dann wird es zu einem innerweltlichen, einem mit dem Ganzen der Natur Vermittelten, das dann jedoch nicht anders als in einem allgemeinen ontologischen Begriff der von Welt im Ganzen philosophisch beschrieben bzw. konstruiert werden kann. Diese Perspektive sieht Holz bei Plessner selbst schon angelegt. Ich zitiere Holz: Ein Weltbegriff, der je schon eine Leistung reflektierender Synthesis ist, kann als solcher nicht gebildet und vergegenwärtigt werden, ohne dass die konstitutive Funktion des Subjekts im gegenständlichen Verhältnis mitgedacht wird. Plessner nimmt mithin als erster eine entscheidende Verschiebung des Begriffs der Transzendentalität vor, durch die ein systematischer Stellenwechsel der Anthropologie möglich wird. Der Anspruch einer subjekttheoretisch angelegten Anthropologie, an die Stelle der Ontologie zu treten, wird zurückgenommen und die Anthropologie wird zum Zweig einer umfassenden Dialektik der Natur. Zitat Ende. Das gegenständliche Verhältnis bzw. die gegenständliche Tätigkeit als materiales a priori oder objektive Transzendentalität legitimiert den Versuch, die Stufen des Organischen als Teil einer dialektischen Ontologie zu verstehen. Nun liegt es von der Fragerichtung einer materialistischen Dialektik aus betrachtet nahe, das Konzept der gegenständlichen Tätigkeit vom Begriff der Arbeit her näher zu fassen. Das ist mit Plessner selbst auch begründbar, denn er schreibt, jetzt, das ist ein Zitat von Plessner, mit der Arbeit versucht der Mensch sich nur das zu verschaffen, was die Natur ihm schuldig bleibt, weil sie ihm die höchste Organisationsform verliehen hat. Zitat Ende. Eine alleinige, sagen wir cum grano salis, eine transzendentale Funktion der Arbeit, ohne ihre Einbettung ins Ganze des Naturzusammenhangs, würde jedoch wieder in eine einseitige Betrachtungsweise führen. Holz begreift deshalb Plessners Theorie als Teil einer allgemeinen Dialektik der Natur. Ich zitiere Holz: Die Einheit der Welt wird als ein naturgeschichtlicher Prozess der Differenzierung begriffen, in dem der Übergang zu komplexeren Organisationsstrukturen neue Eigenschaften, Qualitäten entstehen lässt. So zum Beispiel beim Übergang von anorganischer zu organischer Materie, die Reagibilität und Empfindung, bei der Ausbildung körpereigener informationsleitender und speichernder Systeme, das Bewusstsein, bei der Arbeit das Selbstbewusstsein und die Reflexion der Reflexion. Zitat Ende. Plessners Anthropologie nimmt somit eine Stelle in einem ontologischen System ein, das die Wirklichkeit als eine Einheit darstellt. Davon ausgehend entwickelt Holz dann das gegenständliche Wesen
Zitat, als grundlegendes Moment einer dialektischen Ontologie, Zitat Ende, die er seinerseits mit dem leibnizianischen Grundgedanken einer Einheit von Appetitus und Perceptio verbindet und als korrelative Kategorien des In-der-Welt-Seins versteht. Denn schon mit der Metaphysik von Leibniz lässt sich die Doppelaspektivität alles Lebendigen begründen. Zitat Holz, an sich fremde Tätigkeit zu erleiden und aus sich eigene Tätigkeit auszuüben. Zitat Ende. Dieser Doppelaspekt von koinzidierendem Tun und Leiden, ist ganz wichtig, koinzidierendem Tun und Leiden, der bei Leibniz das Zentrum der Metaphysik ausmacht, stellt auch den Grundgedanken des Konzeptes der gegenständlichen Tätigkeit dar. Holz hat seine Theorie der gegenständlichen Tätigkeit zuerst in Dialektik und Widerspiegelung entworfen und dann in Weltentwurf und Reflexion in den Zusammenhang einer allgemeinen Theorie der Dialektik gestellt. Es ist im Rahmen eines kurzen Thesenreferats natürlich nicht möglich, sie im Detail zu erörtern. Den Grundgedanken einer gegenständlichen Einheit von Ich und Welt hat Holz in den Vorlesungen, die er 2001 an der Universität Girona, also hier bei mir zu Hause, gehalten hat, unter dem Begriff der Verschränkung pointiert ausgesprochen. Ich zitiere diese Vorlesung: Wir haben ein Weltverhältnis, bevor wir es reflektieren. Und wir stehen der Welt nicht gegenüber in einer Subjekt-Objekt-Antithese, sondern Ich und Welt bilden eine Einheit, in der die aufeinander wirkenden Kräfte sich gegenseitig durchdringen. Zitat Ende. In der Erkenntnisrelation tritt diese Einheit in ein Subjekt-Objekt auseinander. Im praktischen Wirklichkeitsverhältnis dagegen kommt sie zu sich. Der Mensch geht immer, Zitat, von der natürlichen Erfahrungsgrundlage aus, dass er für sich selbst das Erste ist. Man könnte in dieser prioritären und konstitutiven Selbstbezüglichkeit eine anthropologische, objektive Transzendentalstruktur der Welterschlossenheit sehen, die im Praxisverhältnis manifest wird. Aber eben dieser subjektive Primat des Ich erweist sich als Schein, dem in der Wirklichkeit die Erzeugung meines Ich, meiner Subjektivität durch die äußere Welt, die Natur, zugrunde liegt. Meine eigene Bedingtheit als Naturwesen erfahre ich jedoch nicht in der reinen Erkenntnisbeziehung, sondern in der Tätigkeit, in der ich meine Bedürfnisse befriedige. Die Widerständigkeit der Materie, die natürliche Beschränktheit meiner Kräfte, die Geltung der Naturgesetze, die Wechselwirkungen mit anderen tätigen Wesen bilden die Parameter, auf die meine Zwecke sich beziehen müssen. Zitat Ende. Das Strukturganze gegenständlicher Tätigkeit offenbart sich also in der komplexen Einheit von Wirkungen und Gegenwirkungen, die wir Praxis nennen. Die Eingelassenheit dieser Praxis des Menschen in den Naturzusammenhang, die gleichzeitig doch eine Abhebung von ihr ist, entspricht Plessners Konzept exzentrischer Positionalität. Holz geht jedoch insofern über Plessner hinaus, als er die Gesellschaftlichkeit der Praxis explizit aus dem theoretischen Kontext einer materialistischen Dialektik heraus entwickelt, also auch mit politischen und weltanschaulichen Vorzeichen versieht, die nicht mehr ohne weiteres mit Plessners Konzeption in Übereinstimmung gebracht werden können. Vor allem jedoch geht es bei Plessner nicht um einen Weltbegriff beziehungsweise einen spekulativen Begriff von Totalität, wie in der Widerspiegelungstheorie von Holz, sondern um die Auszeichnung des Spezifischen der menschlichen Lebensform im Zusammenhang des Organischen überhaupt. Holz kann die strukturellen Grundbestimmungen der exzentrischen Positionalität in Übereinstimmung zu seiner Theorie gegenständlicher Tätigkeit entwickeln und sie passgenau in seine dialektische Ontologie integrieren, ohne sie zu verbiegen. Dennoch bedeutet es eben einen anderen, über Plessner hinausgehenden Anspruch, eine dialektische Ontologie
bzw. eine Dialektik der Natur begründen zu wollen, in dessen Zentrum die Stellung des Menschen im Ganzen, der Welt und Wirklichkeit steht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jörg, vielen Dank. Ich würde sagen, das war für viele Leute oder Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auch erstmal eine Menge an, ich sag mal, Vokabular, die mit dem Plätzerschen Modell zu tun haben. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, ob hier in unserem Chat Fragen und Diskussionsbeiträge auftauchen, die entsprechend dann auch wir beide und im Besonderen du zu beantworten haben. Und kommt aber nichts. Okay. Das kommt noch. Kommt noch. Ja, das kommt noch. Lass uns mal auf den Begriff der Grenze nochmal eingehen. Denke ich mir, das ist ja ein materiales a priori und das ist vielleicht eine zweite Frage, aber erstmal ist es schon nochmal herauszuarbeiten, diese Grenze ist ja ein Verhältnis von außen nach innen und von innen nach außen, auf der, also jetzt mal ganz formal gesagt, aber so heißt es ja bei Plessner auch, gäbe es jetzt nicht Schall, Farben und so weiter, also irgendwelche natürlichen Erscheinungen, dann würde es auch keine, in diesem Inneren eines Seienden, würden sich auch nicht entsprechende Sinnesorgane entwickeln. Und ich denke, da kannst du mich aber korrigieren, ich bin der Meinung, dass diese Einwirkung von außen nach innen nicht nur die Sinnesorgane eines Organismus betrifft, sondern eigentlich den ganzen Körper. Sodass wir sagen können, die Grenze ist eigentlich der Transformator des von außen ins Innere substanziierte Verhältnis. Also dass der gesamte Körper eines Seienden eigentlich über die Art seiner Grenze auch festgelegt ist. Und er natürlich auch, also dieses einzelne Seiende, aus sich heraus dann natürlich auch wieder zurückwirken kann in die Natur hinein. Das fände ich erstmal wichtig, nochmal so darzustellen. Und vielleicht kannst du das in deutlicheren Worten als ich auch nochmal so sagen. Nein, deutlicher, also das, ich bin völlig einverstanden damit und meine auch, dass der Begriff der Grenze, also der Punkt ist, an, von dem her man die Dialektizität dieses Plessnerschen Konzepts entwickeln kann. Also ich habe das vor vielen Jahren in einem Topos-Aufsatz auch mal so genannt, also die Dialektik der Grenze, also bei Plessner. Und ich will dann ein paar ergänzende Bemerkungen machen, weil ich eigentlich völlig einverstanden bin mit dem, was du entwickelt hast. Also die Grenze ist insofern einfach jetzt mal einen Augenblick unabhängig von Plessner nochmal oder von Holz. Ich finde, Grenze ist überhaupt ein urdialektisches Phänomen, dass wir zum Beispiel, wir haben das bei, in der Phänomenologie des Geistes, wo es aber nur aus der Perspektive des Bewusstseins betrachtet wird. Wir setzen Grenzen und überschreiten Grenzen, was ja selber erstmal ein wunderschöner Gedanke ist. Ne? Man kann nur etwas Bestimmtes denken, indem man sozusagen sich bestimmt und damit eine Grenze gibt in der Tätigkeit des Bewusstseins. Ne? Aber da war auch schon Fichte hingekommen. Aber der dialektische Gedanke bei Hegel ist, wenn ich eine Grenze setze, dann bin ich immer schon über sie hinaus. Und das ist ja auch das, was eigentlich sozusagen dann den Gang der Phänomenologie des Geistes macht, dass sozusagen die Transzendenz des Bewusstseins, das sich immer überschreitet. Ne? Bloch sagt dann viel später, denken heißt überschreiten. Ne? So, also Grenzen setzen und dann erkennen und überschreiten. Aber der Punkt hier, den wir heute besprechen, ist ja ein anderer. Und das hast du ja sehr schön gesagt und entwickelt. Wir sprechen nicht von einer im Bewusstsein gesetzten Grenze, sondern von einer
wirklichen Grenze, die in einem Phänomen der Natur vorkommt, und das ist in dem Fall der Organismus. Also die organische Natur, sowohl wenn wir jetzt zu Plessner zurückkehren, in seiner pflanzlichen, tierischen und auch in seiner menschlichen Form. Weil es dass der Unterschied im Naturzusammenhang ist einfach der, deswegen habe ich den Stein eingeführt im Referat. Also, weil man das da einfach ganz unmittelbar sehen kann, so ein anorganischer Körper hat eine Grenze. Der hört irgendwo auf und da beginnt seine Umgebung sozusagen. Während ein organischer Körper, ein lebendiger Körper, sich zu seinem Umfeld verhält und damit eine Grenze nicht hat, sondern ist. Und das ist, also man kann das jetzt biologisch, da muss man ja Biologe sein, das bin ich ja nicht. Da müsste man jetzt genau über, also sozusagen, was mit den Sinnesmodalitäten geschieht, wenn das dann so ein lebendiger Körper tut. Das, also da glaube ich, also diese Wechselwirkung, von der du auch gesprochen hast, wie man die tatsächlich naturwissenschaftlich denken muss, da kann ich nichts zu sagen. Aber ich kann etwas dazu sagen, warum das für eine dialektische Ontologie wichtig ist. Es ist insofern wichtig, und da kommen wir ja dann auf die Frage der Interpretation von Hans-Heinz Holz dieser ganzen Angelegenheit. Wenn man das als gegenständliches Verhältnis sieht, dann ist das ja nicht nur einfach nur gedacht im eingeschränkten Bereich organischer Materialität sozusagen, ne, sondern es ist als Teil einer Ontologie gemeint. Alles, was ist, ist das, was es ist, in seinem Grenze sein, indem es nämlich das ist, was es ist, und sich auch am anderen nur zu etwas anderen machen kann. Das ist ja die andere Seite, weil sonst wäre es ja deterministisch, ne? Dass diese Wechselwirkung eben, aber dass die in einem der Zitate, ich glaube, es war das Zitat hier aus den Girona-Vorlesungen, da heißt es ja bei Holz, ne? Also ich bin in einem Verhältnis, bevor ich das reflektiere. Das heißt, das auch nun mal gesagt zum Unterschied zu der Grenze bei Hegel, die ich am Anfang gesagt habe. Also das ist doch das Entscheidende auch für eine materialistische Dialektik, dass ich immer schon im Verhältnis bin und es erst dann reflektiere. Das heißt, das Bewusstsein ist nicht ein Wirklichkeit konstituierendes, sondern ist ein Medium der Reflexion von Wirklichkeit, die vorgängig ist. Und das geschieht eben aufgrund einer realen Grenze, einer ontologischen Grenze und nicht einer Bewusstseinsgrenze sozusagen. Danke. Und jetzt kommen auch schon Reaktionen aus dem Kreis unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich muss sagen, mir passt die nächste Frage ganz besonders, weil das ist auch, jetzt geht es um das A priori. Du hast das selbst ja das kantische, formale und das plessnersche Materiale genannt. Hier also die Frage von, Entschuldigung, das habe ich jetzt schon ein bisschen, von Sebastian. Ich lese sie vor. Inwiefern kommt die Annahme eines Materialen a priori überhaupt über Kant hinaus? Setzt sie nicht nur ein anderes Prinzip als erstes? Gegenständliche Voraussetzungen, die nicht in reiner Unmittelbarkeit kulminieren, sind für uns doch immer schon aus geistig. Alles andere wäre im Hegelschen Sinne abstrakt. Ja, also die Antwort müsste, glaube ich, in zwei Richtungen gehen. Einmal die Frage, was ist da der Unterschied zwischen einem formalen A priori, das so wie Kant das denkt, und einem materialen, wie Plessner das denkt? Und die andere, die ja in der Frage auch mit angesprochen ist, ob es überhaupt Sinn macht, von A prioris zu sprechen, seien sie formal oder material. Ne? Nur, die erste Frage, das formale A priori, also das sind, ich kann da jetzt natürlich nicht auf Einzelheiten eingehen, aber es sind sozusagen formale
Bestimmtheiten des Denkens, ohne die ich nicht denken kann. Das sind sozusagen, das ist, was Kant meint, und es ist formal, weil es sich einfach in der Form von logischen Formen abspielt, von transzendentalen Formen abspielt. Aber es sind sozusagen, der schöne Ausdruck bei Kant ist eben Bedingungen der Möglichkeit. Das heißt, ohne diese Bedingungen formaler Art, ohne diese Grundstrukturen, könnte man sagen, formaler Art, kann ich nicht denken. So, ne? Materiales a priori bei Plessner würde heißen, dass das Tatsächliche, also in der, von der Natur selbst entwickelte und Bestimmungen und damit auch, aber tatsächliche und materielle Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen unserer Lebensform sind. Das heißt, ich kann menschliches Sein, also um es jetzt mal auf die Seite des Menschlichen zu fokussieren, nicht denken und nicht begreifen ohne diese Grundstruktur der Exzentrizität. Ja? Das heißt, die andere Frage ist, und das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, und die kann man aber nicht in 5 Minuten beantworten, die Frage, ob es Sinn macht, überhaupt von a prioris zu sprechen. Ne? Das würde sehr weit führen, weil, also wenn ich, aber ich will es nur andeuten, ich kann in der Philosophie, im Unterschied zur Einzelwissenschaft, ne? Also in Einzelwissenschaft braucht natürlich solche a priori nicht. Da geht es um die empirische Erforschung. Ne? Also der Zoologe Helmut Plessner, der brauchte auch keine a priori. Ne? Er brauchte sie, als er philosophisch argumentierte. Die Stufen des Organischen sind das Werk eines Zoologen und Philosophen. Aber er spricht als Philosoph hier. Und ich kann einfach... schlechterdings nicht, wenn ich nicht eine Assimilierung der Theorieform der Philosophie an das Methodenideal von Einzelwissenschaften machen will, das ist ja geschehen, also im 20. Jahrhundert in der sprachanalytischen Philosophie ist das ja gang und gäbe, sowas zu fordern, also im Wiener Kreis oder sowas, ne? Wenn wir jetzt gerade von Wien sprechen, ist sowas ja gemacht worden, aber ich meine, sobald ich sozusagen philosophisch in ein wissenschaftliches Erklären, sondern in ein philosophisches Begründen hinein will, kann ich ohne gewisse a prioris eigentlich nicht argumentieren. Und oder zumindest ist es, wenn man das hinterfragen will, was ich grundsätzlich als Philosophen müssen wir das machen und müssen wir das auch machen können. Aber es ist mir jetzt erstmal und schon gar nicht oft in ein paar Minuten zu entwickeln, wie man das machen sollte. Es braucht sozusagen Voraussetzungen, um in eine Begründungsstruktur reinzukommen. Das kann man zum Beispiel, das könnte man, aber das würde jetzt wirklich alles sehr weit führen, zum Beispiel sehen, in welchem Status von a priorizität, könnte man sagen, hat denn eigentlich die Widerspiegelungskategorie. Also wenn ne, welche Form von a priori steckt dahinter? Aber das geht jetzt zu weit. Ich wollte jetzt nur, und damit schließe ich es ab, die Antwort sagen, der Fokus bei meiner Darstellung lag einfach auf dem Unterschied zwischen formaler und materialer a priorizität. Und wir brauchen, wenn wir materialistisch philosophieren wollen, dann können wir nicht nur formale Denkstrukturen im Auge haben, sondern müssen natürlich die materiellen Voraussetzungen, die unabdingbar sind, bedenken. Das war der Zusammenhang, in dem ich das eingeführt habe, und nicht diese grundsätzliche Frage, die ich aber nicht für unberechtigt halte. Das wollte ich nur noch mal betonen. Ja, unbedingt. Am liebsten möchte ich auch was sagen, aber es sind jetzt doch einige Fragen gekommen und deswegen muss ich mir das verkneifen. Schade auch. Ein Kommentar auf Barbara. Sinnesorgane, Reize und Evolution, das kann ich nicht verstehen. Das musst du nochmal genauer ausführen. Das wiederhole das einfach nochmal.
So, jetzt haben wir hier die Lisa. Inwiefern ist das Konzept der Autopoiesis, operative Geschlossenheit und Selektion und strukturelle Kopplung mit seinen Umwelten in der Systemtheorie Luhmanns kompatibel? Also zuletzt muss ich ganz schlicht sagen, einfach, es tut mir leid, da kann ich nichts zu sagen, weil ich diese Luhmann-Theorie kenne. Zu der ersten Frage, also auch da ist natürlich eigentlich, werden Biologe gefragt, das zu beantworten, aber also ich denke mal einfach, dass man sagen kann, und auch wieder von der philosophischen Kategorie der Grenze aus, sagen kann, dass das Entscheidende hier einfach die Frage der Wechselwirkung von innen und außen ist. Dass das nicht eine einseitige Wirkung, sondern eine Wechselwirkung ist. Das heißt, zum Beispiel, wenn eine Angleichung das weiß man ja, in der Evolution stattfindet, eine Angleichung von zum Beispiel, nehmen wir einfach mal so ein Beispiel, wir haben ja mit vielen Lebewesen den Umstand gemein, dass wir alle Augen haben und sehen können, aber es sehen doch sehr viele Lebewesen anders, weil sie sich einfach in der Interaktion mit ihrer Umgebung die Sinnesorgane etwas modifizieren, sozusagen anders entwickeln. Aber es sind immer noch Augen. Ne? Also, wenn ich meine Katze nehme, die ein übrigens sehr schönes Beispiel, eine Katze, um zu spüren, was ist gegenständliche Tätigkeit, wenn die so an einem mal kommt und also einen umschmeichelt und reibt, wie die das so machen mit dem Kopf irgendwie. Das ist gegenständliche Tätigkeit, aber die sieht eben besonders gut im Dämmerlicht, wenn sie auf Mäusejagd geht. Ja. Dann sehe ich nicht so gut. Ne? Ich möchte jetzt trotzdem zur Erklärung meine Frage, die ich ja so irgendwie als Ball reingegeben habe. Einfach jetzt so reinspringen geht nicht. Lass jetzt den Jörg einmal gerade zu Ende reden und dann kommen wir wieder darauf. Ne? Du kannst dich dann nochmal melden. Das ist ja eine einzelwissenschaftliche Frage, kann ich ja nicht anders antworten, als was die philosophischen strukturellen Voraussetzungen angeht, weil das andere, da bin ich nicht kompetent, aber das Ganze funktioniert einfach aufgrund dieses Grenze-Seins, nicht eine Grenze haben, ne? Der Stein, der macht ja nichts, tut ja nichts dazu, dass er abgeschliffen wird, wenn er im Flussbett liegt oder, ne? Oder der Felsen, wenn er ausgewaschen wird, weil da eben über lange Zeiträume immer Wasser durchfließt. Ne? Der tut ja nichts dazu, das geschieht ihm ja nur. Ne? Aber der Grundgedanke, der, sagen wir mal so, einer Dialektik der Natur bei Plessner ist, dass er sozusagen im Organischen selbst eine dialektische Wechselwirkung ausweisen kann und auch spezifizieren kann, weil er ja von der jeweils anderen Verfasstheit von pflanzlicher, tierischer und menschlichem Leben ausgeht. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil da muss man einen Biologen oder einen Fachmann einfach fragen. Das wäre okay, lassen wir jetzt erstmal so stehen. So, jetzt einmal der Zwischenruf. Unter dem Namen Barbara, möchtest du jetzt deine Frage ausführen? Barbara Kieser? Ich möchte das kurz ausführen und knapp. Ja, dahinter steckt natürlich schon ein anthropologischer Gesichtspunkt. Wir haben ja Vorfahren. Wir sind ja das Ergebnis eines Evolutionsprozesses. Und irgendwann mal muss der qualitative Sprung vom Tierischen zum Menschlichen stattgefunden haben. Und der hängt natürlich einmal mit unserer Sinnesausstattung zusammen und hängt andererseits mit der Art und Weise, wie unsere tierischen Vorfahren und wie wir dann
mit unseren neuen, qualitativ neuen Fähigkeiten und unserem neuen Verhältnis zur Welt entstanden sind und zu existieren begonnen haben, wie wir dazu gekommen sind. Und dann haben wir einen Prozess der Entfaltung der Produktivkräfte und wir entdecken Barbara, komm, Moment, gleich. Wir entdecken Umwelteinflüsse und Reize, Ultraviolett, Ultraschall, radioaktive Strahlung und so weiter, die ursprünglich unseren Sinnesorganen nicht zugänglich geworden sind durch unsere Praxis. Das ist also schon eine anthropologische Frage. Die wollte ich hier aufwerfen. Okay. Danke. Ja. Dankeschön. Das hat aber eher so den Charakter auch eines Statements. Es ist ja völlig klar. Also ich muss da jetzt nicht drauf antworten, denke ich. Aber was richtig ist, denke ich, aber das ist eigentlich, da kann man zum Beispiel an diesen Phänomenen ganz schön sehen, warum es wichtig ist, diesen Schritt von der Bereichsontologie des Organischen, wie man vielleicht bei Plessner sagen könnte, zur allgemeinen Ontologie zu gehen, wie das bei Holz geschieht, weil man die Perspektive auf das Übergreifende, nicht? Also da, wo das wirklich nur von den natürlichen Strukturen, die dann sozusagen die Bedingungen für gesellschaftliche Entwicklung sind, zum Mitdenken der gesellschaftlichen Entwicklung selber. Ne? Also das heißt, das ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür, warum es Sinn macht und warum es auch wichtig und unabdingbar ist für Dialektik, für materialistische Dialektik, es in Form einer Ontologie, einer allgemeinen Ontologie zu machen und nicht einer Bereichsontologie des Organischen, sagen wir es mal so. So, ich komme jetzt zu Johann und der fragt, ist es nicht so, dass die philosophische Anthropologie als Denkansatz mit der Dialektik als Grundmuster des Denkens Seins, also Denkens-Seins, bricht? Bodo Strauß, ohne Dialektik denken, wir auf Anhieb dümmer, aber es muss sein, ohne sie. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Okay, warum? Weil Mensch und Natur durchzogen sind von kommunikative Beziehung, die ja nie dialektisch, sondern gleich ursprünglich sind. Sprecher und Hörer treten in Beziehung, aber werden eben nicht Moment einer Relation, die beide quasi als übergeordnet umfasst. Kann die Dialektik überhaupt ausreichen, um heute ökologisches Bewusstsein zu artikulieren? Das scheint mir jetzt schon eine nächste Frage zu sein. Der Organismus ist nicht dialektisch verfasst, die Beziehung Organismus-Umwelt auch nicht. Bloch zielt vielleicht darauf hin, mit seiner Idee des gegenseitigen Eingreifens. Das waren aber mehrere Fragen. Ja, ich denke auch, auf alle Fälle. So, also ich... Ich greife mal die Frage raus, die ich vielleicht in diesem Katalog am brennendsten halte, diese Frage der Ökologie. Also ich meine doch gerade, dass wir ohne einen Begriff des Dialektischen überhaupt, aber in dem Fall eben auch eines Begriffs der Dialektik der Natur, nicht auskommen, das Naturverhältnis als Ganzes zu denken. Ich wüsste einfach nicht, wie es geht. Ich meine, man kann darüber streiten, wo man das nicht ausreichend gemacht hat, wo man das weiterentwickeln muss und so weiter. Aber
Also eines der ganz großen Fragen für mich in der Geschichte der Dialektik, mit der ich mich ja wirklich auch befasse, ist diese ständige Ausblendung, die nicht nur sagen wir mal, und da manchmal gerade nicht, das ist ja auch interessant, bei so Hegel-Philologen oder so stattfindet, sondern die unter marxistischen Denkern oder Denkern mit marxistischem Anspruch sehr verbreitet gewesen ist im 20. Jahrhundert, nämlich die Dialektik der Natur als etwas Dogmatisches zu diskreditieren und als etwas abzutun, was überhaupt gar keine Bedeutung für das aktuelle dialektische Denken hat. Und ich finde, das muss man sehr deutlich widersprechen. Und es ist gerade heute in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, es war immer wichtig, aber weil ja das, was vorher vielleicht nicht richtig gedacht worden ist, auch zu Konsequenzen führt, die wir heute zu tragen haben. Aber jedenfalls kann man das Naturverhältnis als Ganzes und nur als die ökologische Krise, die wir jetzt haben, ist ja nur überhaupt auch zu verstehen, wenn man das Naturverhältnis als ein Ganzes ins Auge nimmt und damit auch einen Begriff haben muss von der Natur, der dialektisch ist. Da, ich kann das nur, weil wenn man das jetzt ausführen wollte, dann wäre das ja mindestens ein ganzes Tagesseminar. Aber ich finde, das ist eine ganz entscheidende, auch strategische Frage, dass man nicht mitmachen sollte, diese sagen wir mal, wir überlassen jetzt die ganze Naturfrage den Einzelwissenschaften und verzichten vollständig in der Dialektik auf einen Begriff der Dialektik der Natur. Man kann, wie gesagt, über viele Einzelheiten streiten und auch und Bedarf an theoretischer Entwicklung dieses Konzepts ist ja allemal festzustellen, aber man kann nicht auf ihn verzichten, das meine ich. Jörg, Doris Zeilinger fragt, nimmt Holz auf den Bloch'schen Naturbegriff Bezug? Plessner wohl nicht, oder? Plessner zitiert in einem Text, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Das ist der Einleitungstext zu der an eigentlich, also dieser nicht immer zu empfehlenden Propylen-Weltgeschichte aus den 60er Jahren. Aber da hat Plessner den Eröffnungstext geschrieben und der heißt Conditio Humana. Das ist ein sehr schöner Text, um sich mal so einen Gesamteindruck macht er da so einen Entwurf, so, ne, seine Anthropologie. Da stellt auf 30, 40 Seiten das mal dar. Das ist kann man sehr empfehlen, diesen Text. Im ersten Band der Propylen-Weltgeschichte. Und da zitiert der Bloch, allerdings ohne das zu sagen. Das ist ein wörtliches Zitat aus der Tübinger Einleitung in die Philosophie, die auch genau in dieser Zeit ja erschienen ist, so Anfang der 60er. Aber das beantwortet natürlich nicht die Frage nach dem Naturbegriff. Ich auf den Naturbegriff von Bloch, denke ich, da geht Plessner sicher nicht ein. Und ich würde auch sagen, dass die Akzente, die gesetzt werden, was den Naturbegriff angeht, bei Bloch und Holz andere sind. Ne? Also, weil Bloch einfach eine sehr starke, auch noch auch von Schelling herkommende sozusagen Idee von Naturproduktivität hat. Und da kann man jetzt auch im Einzelnen nicht drauf eingehen, aber das Problem der Natur ist bei Bloch, wenn ich das nicht falsch sehe, jedenfalls nicht zentral von der Frage der Dialektizität der Natur geprägt. Gut. Ja, ich bin jetzt ein bisschen straff. Wir haben es nämlich gleich schon 11 Uhr und dann müsste das nächste anfangen. Aber ich sage mal zur Technik, ein bisschen Zeit über 10 Uhr hinaus haben wir ja wohl. Deswegen jetzt ganz schnell zu Tobias. Wie verhalten sich die Stufen des Organischen zu Engels in der Dialektik der Natur entwickelten Materieverständnis? Ja. Schwierig.
Das habe ich da so schnell eine Antwort drauf? Also ich nicht. Ich müsste, das erstens müsste ich nachfragen, wenn ich darauf antworten soll, nochmal, was, woran der Fragende genau denkt dabei. Also weil ich das so jetzt nicht vor mir habe, wie also ja, ich denke, sagen kann, dass es da keinerlei Kenntnisse und Einflüsse gibt von seitens, also von Engels auf Plessner. Aber das ist ja auch nicht die Frage gewesen, sondern die Frage ist, ob es da einfach also in den Begriff der Materie wie sich das verhält zu Plessner. Und das, also so ad hoc wüsste ich jetzt auch nicht. Also müsste ich nachfragen. Er möge ein bisschen spezifizieren, was er da meint. Also kann er leider jetzt nicht, weil wir ja gar nicht diese Zeit haben. Aber auf alle Fälle ist es ja so, dass Engels wie auch Plessner mit einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen philosophisch arbeiten. Dass Engels ja auch versucht, ganz speziell seine Auffassung von Theorie des Gesamtzusammenhangs, hier ja auch eine Naturphilosophie zu entwickeln, die eine Entwicklung darstellt. Und ich würde sagen, das macht Engels halt eben an vielen Beispielen, um schon gewisse oder aus seiner Sicht gesicherte dialektische Erkenntnisse halt eben zu beweisen oder zu zementieren, während wir bei Plessner es doch so haben, dass hier überhaupt mit einzelwissenschaftlichem Hintergrund ein richtiges dialektisches System entwickelt wird anhand solcher Begriffe wie anorganische, organische und dann halt eben menschliche Natur. Und das ist natürlich ein Unterschied. Insofern, dass hier schon die dialektischen Begriffe, also die philosophischen Begriffe, in sich selbst beweglicher werden, während sie halt eben, wie gesagt, bei Engels sind die einzelwissenschaftlichen Beispiele halt eben nur Darlegung der Richtigkeit dialektischen Denkens. Also das sage ich jetzt mal so. Ich wollte sagen, sehr einverstanden damit. Nur die Frage ging ja nach dem Materiebegriff. Und da war ich jetzt so stutzig, oder wusste ich jetzt nicht, wo ich da ansetzen sollte zur Antwort, weil ich bin völlig einverstanden mit dem, was du sagst, Andreas, und würde auch noch sagen, ist, dass wenn es da etwas wirklich auch übergreifend Gemeinsames gibt, Engels, Plessner und dann muss man auch Holz dazu nehmen, ist ja sozusagen, dass man einfach über den Fragerahmen einfach nur der Naturwissenschaft, also immer mit der Naturwissenschaft über bestimmte Fragestellungen auch hinauskommt. Also zu einem Gesamtzusammenhang der Natur zum Beispiel. Das ist die Frage, wo es mit Sicherheit auch Gemeinsamkeiten gibt. Okay, jetzt letzte Frage. Alle anderen Reaktionen kann ich jetzt nicht mehr berücksichtigen. Ja, wir haben es schon nach 11 und ich denke mir, das trifft auf Verständnis bei allen. Wäre ja auch selbst wenn wir jetzt wirklich face-to-face zueinander kämen, genauso. Also, wie kann eine Theorie der Apriorizität nicht formal sein? Formale Apriorizitäten sind notwendig für Theoriebildung. Das Problem ist die Epistemologie, was auch die große Differenz zwischen Kant und Hegel. Muss Wissen vorher in einem formalen Rahmen axiomatisch kanonisiert werden oder wird Wissen intersubjektiv erschlossen? Okay, das sind natürlich jetzt auch wieder mehrere Probleme. Kommen wir erstmal zur formalen Apriorität. Also bitte keine Ausführungen noch weiter. Also ich kann das eigentlich nur noch mal. Nein, ich kann es nicht. Ich mache es auch ganz konzis in ein, zwei Sätzen. Also, weil diese wichtigen Fragen, die da aufgeworfen werden, kann man jetzt wirklich nur sehr langwierig irgendwie sozusagen besprechen. Es geht mir nur, und ich glaube, es geht auch Plessner dabei, nur so weit zu sagen, dass wir die formale Apriorität,
Komplexität, die in der Tat für bestimmte Grundlegungszusammenhänge in der Philosophie unverzichtbar ist, durch den Gedanken einer materialen Apriorität im Sinne von konstitutiven Strukturen, ne, für die Lebensform Mensch zum Beispiel in den Blick nehmen muss und dass das eine andere Perspektive darstellt. So würde ich das, wenn ich das ganz schnell beantworten muss. Es macht Sinn, über die formale Apriorizität hinaus von materialen Aprioris zu sprechen, weil das einen anderen Fragezusammenhang aufmacht, was gar nichts sagt gegen die immanente Berechtigung formaler Apriorizität. So würde ich das, sagen wir mal, formelhaft würde ich das so beantworten.